Ja, guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Veranstaltung hier im Max-Lingner-Haus. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Max-Lingner-Stiftung und der Helen Panke, das ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. Ich freue mich sehr, dass auch das inzwischen, glaube ich, der dritte Versuch ist, ein Experiment zu wagen, nämlich dass eventuell jemand am Bildschirm sitzt. Und ich begrüße alle, die sozusagen zu Hause sitzen und uns online hier verfolgen und wir aber auch hier vor Ort ein Publikum haben und gemeinsam diskutieren können. Den Abend, das wird gleich sozusagen näher vorgestellt, moderiert heute Christine Fischer-Devoix. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße auch Thomas Flierl. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Ich möchte nur ganz kurz Christine Fischer-Devoix vorstellen. Sie ist Kunsthistorikerin und Autorin und vor allem ist sie langjährige Vorsitzende des Vereins Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin. In diesem Museum oder im Zuge dieses Museumsarbeit sind zahlreiche Ausstellungen entstanden und dazu auch Kataloge erschienen. Ich möchte nur vier Ausstellungen erwähnen oder sozusagen, um sich ein Bild davon zu machen. 2005 und 2006 gab es die Ausstellung Vor die Tür gesetzt, im Nationalsozialismus verfolgte Berliner Stadtverordnete und Magistratsmitglieder, 1931 bis 1945. Eine zweite schöne Ausstellung war 2011, Gute Geschäfte, Kunsthandel in Berlin, 1933 bis 1944. Darauf im folgenden Jahr war eine Ausstellung Die letzte Zuflucht Mexiko, wo es auch einen schönen Katalog dazu gab. Und eine Ausstellung noch ausgesucht von 2013 war zur Insel Schwarmwerder. Über diese Tätigkeit in dem Museum hinaus veröffentlicht Christine Fischer-Devoix sehr, sehr viele Publikationen, unter anderem viel über die Kunst- und Musikhochschulen sowie die Akademie der Künste, eben auch wieder in der NS, aber auch in der Nachkriegszeit. Es gibt eine gesonderte Reihe seit 1999, wo sie Adressbücher von bekannten Exilkünstlern herausgibt und zusätzlich kommentiert. Das sind zum Beispiel bisher erschienen Bücher von Paul Hindemith, von Georg Gross, Marlene Dietrich, Heinrichmann, Walter Benjamin, das war glaube ich letztes Jahr, oder ist das was Falsches? Von Hannah Arendt und von John Hartfield. Das war letztes Jahr. Ja, das war letztes Jahr. Habe ich sogar gekauft. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt das Zepter auch in die Hand geben kann und Sie durch den heutigen Abend führen. Thomas Flierl und Christine Fischer-Devoix kennen sich sehr, sehr lange schon und deswegen hoffe ich, weil Sie beide sozusagen Historikerinnen sind und sehr dokumentenbasiert arbeiten, dass es ein sehr fruchtbares und schönes Gespräch wird und wir sowohl Fragen stellen können im Internet, schriftlich auf dem Pad, diese Adresse ist angegeben, oder dann vor Ort hier gemeinsam ins Gespräch kommen. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Danke. Ja, ich freue mich auch sehr, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Thomas Flierl hat mich angerufen vor ein paar Wochen und sagte, kannst du dir das nicht vorstellen, sollen wir das nicht machen? Und dann dachte ich erst, Mache ich das? Und mein Mann hat dann gesagt, du machst das. Und dann fiel mir ein, dass wir dieses Gespräch wieder ein, was wir hatten vor 2 Jahren oder so, oder noch länger, ich weiß nicht genau. Wir pendeln beide zwischen Mecklenburg und Berlin hin und her mit verschiedenen Wohnsitzen. Und wir treffen uns ab und zu in der Regionalbahn 5, die Rostock mit Berlin verbindet. Und bei einem dieser letzten Begegnungen warst du gerade aus der Türkei zurückgekommen und hattest lauter Schätze dabei und warst so erfüllt von dem, was du alles herausgefunden hattest, dass wir fast die ganze Fahrt über irgendwie zusammen auf deinen Laptop geguckt haben und du hast mir Bilder gezeigt und hast erzählt. Und das hat so Lust auch darauf gemacht, dieses Buch jetzt dann als fertiges Produkt zu sehen, dass ich denke, es ist auch wird ein Vergnügen für hoffentlich uns alle heute Abend. Wie ich das sehe, sind ja auch einige Schütterli-Hotzki-Experten hier, dass wir nachher ein spannendes Gespräch noch alle zusammenführen im zweiten Teil der Veranstaltung. Aber jetzt wollen wir uns erst noch ein bisschen miteinander unterhalten. Und das Sichtbarste, Besondere an diesem Buch ist, dass es so dick ist und dass man sieht, dass da unendlich viel Arbeit drinsteckt. Und dass es, wie ich finde, ungeheuer sorgfältig gearbeitet ist. Also es gibt nicht ein Wort, nicht einen Begriff, nicht einen Ort, zu dem es keine Fußnote gibt. Und dafür danke ich Anne Flierl auch, die daran, so wie ich das im Vorwort gelesen habe, mit beteiligt gewesen ist. Also es ist wirklich unglaublich, wie jedes Detail, was in den Briefen, in den abgetippten Briefen vorkommt, irgendwann mit einer kleinen Anmerkung versehen ist. Und man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Projekt gesteckt hat und
Meine erste Frage wäre eben, konntest du dir vorstellen, dass das so ein Mammutprojekt werden wird? Und wie lange hast du schlussendlich daran gearbeitet? Ich habe nochmal nachgeschaut zu dem Gespräch heute, wann ich in Radstadt gewesen bin, in dem Ferienhaus von Margarete Stolorzki, wohin mich die jetzigen Besitzer und Familienangehörigen der Familie Stransky eingeladen hatten. Und das war 2013. Also im Jahr 2013 besuchte ich in Österreich in Radstadt dieses Haus und auf mein Drängen hin, ob es nicht noch irgendwelche schriftlichen Zeugnisse von Margarete Stolorzki in der Familie gibt, haben sie dann gesucht und haben dann schließlich auf dem Dachboden, aber auch erst durch meine Nachfrage, diesen Schuhkarton gefunden. Und das ist natürlich für einen Historiker ein totaler Glücksfall, dass man bei einer schon scheinbar völlig ausgeforschten Person, bei so vielen Veröffentlichungen, bei so vielen Publikationen darüber und Positionen, die sich schon gefestigt haben, dass man jetzt so einen neuen Zuwachs hat. Und zwischen dem Scannen und Abschreiben und dann dem späteren Kommentieren oder gar der Türkei-Reise waren natürlich immer lange Phasen, wo auch ich anderes machte, weil es liegen blieb. Also es sind tatsächlich 8 Jahre Arbeit gewesen, das zu diesem Buch, die zu diesem Buch geführt hat. Und das, ja, das war vorher sicher nicht abzusehen, also weil das natürlich, man stellt sich das vor, oder ich stelle mir das jetzt vor, dieses Bild, dass den Karton da findet und dass dieser Briefwechsel so vollständig oder wahrscheinlich relativ vollständig überliefert worden ist. Und das bin ich neidisch auf dich, das hätte ich bestimmt auch gerne gemacht, auch wenn ich natürlich viel weniger in diesen Fragen viel weniger Expertin bin als du, wenn es um Architekturgeschichte geht. Aber vorab, bevor wir dann gleich konkret mit dem Buch sprechen, erinnere ich mich daran, dass wir eben auch, weil du gerade aus der Türkei kamst, wir auch dann eben über die Türkei gesprochen haben. Und das Thema des Exils in der Türkei ist ja auch was eigentlich noch relativ wenig publiziert und bearbeitet wurde. Wir haben vom Aktiven Museum dazu ja auch mal eine Ausstellung gemacht. Und wir merkten dabei auch, dass obwohl in Berlin so viele Remigranten wie Reuter, Ernst Reuter oder Hindemith oder so wieder zurückgekehrt, Karl Ebert hier nach Berlin zurückgekommen sind, die von hier aus emigriert waren, dass dieses Thema, dass man auch in die Türkei hat emigrieren können und überleben können, dass das eigentlich hier in Berlin oder insgesamt in Deutschland bisher immer noch wenig bearbeitet ist. Und insofern ist es schön, auch über dein Buch einfach und über die Bilder und alles, was man da drin findet, einfach auch ein Gespür dafür zu bekommen, was es mit diesem Exil in der Türkei und dem Leben dort in einer ganz anderen Kultur eben auf sich hatte. Hast du, also was wir damals gemerkt haben, ist, dass, das ist nun schon wieder ein paar Jahre her, das war vor Erdogan, dass diese Deutschen, die nach in die Türkei gekommen sind, da einen sehr hohen Respekt und Stellenwert hatten. Also unsere Ausstellung wurde noch bevor sie eröffnet wurde, kamen da schon Leute und haben irgendwie Sachen abgeschrieben von den Ausstellungstafeln und waren irgendwie total daran interessiert. Das ist aber eben zu einer Zeit gewesen, wo diese Reformbestrebungen der Türkei, die Modernisierung der Türkei, zu der diese ganzen Experten ja eingeladen wurden, in die Türkei zu emigrieren, dass das noch einen hohen Stellenwert hatte. Und das hat sich vermutlich in den Jahren, die inzwischen sind und auch durch Herrn Erdogan verändert. Kannst du da was drüber erzählen? Wie hast du das wahrgenommen? Zunächst mal orientiere ich mich natürlich an den Ergebnissen anderer Kollegen und Kolleginnen. Da sind jetzt auf diesem Gebiet, was die Architekturgeschichte und die Tätigkeit Deutscher in der Türkei angeht, vor allem Bernd Nicolai und Burcu Dubamaci zu nennen, die entweder in Bern oder in München tätig sind, an den Universitäten und da wichtige Arbeiten geleistet haben. Und gewisserweise war der Briefwechsel natürlich eine enorme Quelle, um viele Fragen neu zu stellen. Es gibt da auch durchaus bekannte Dinge oder relevante Dinge, die etwa die Tätigkeit von Robert Vorhölzer und dessen Ausweisung quasi in der Kriminalgeschichte. Er kam ja eher aus der deutschen. Also das Exil in der Türkei war natürlich gespalten. Wir reden ja über die Nazizeit, also die Immigration zur Nazizeit. Und in der Zeit gab es natürlich eine Kolonie A,
Das waren die mit der Nazi-Botschaft verbunden. Die kamen mit auf Geheiß und Empfehlung des Deutschen Reiches und der Nazi-Behörden. Und alle Ausländer wurden auch von diesen überwacht. Und der türkische Staat versuchte, seine Neutralitätsposition zu wahren. Einerseits ganz gute Kontakte zu Deutschland zu haben, andererseits aber natürlich auch viele jüdische und andere Immigranten aufzunehmen oder traditionell enge Beziehungen, die zu Frankreich oder England bestanden, weiterzuführen, sodass also da eine sehr ambivalente Situation war. Und sie spielen sich natürlich heute, insofern kann ich zu der heutigen Situation in der Türkei relativ wenig sagen. Ich bin natürlich sozusagen als ein Altertumswissenschaftler dahin gefahren, ein Archäologe, und die Situation war völlig bizarr. Es war genau in der Zeit, als Erdogan die Kurden attackierte und in Syrien einmarschierte. Und gleichzeitig schaute ich mit dem Blick von Briefen und Dokumenten aus den 30er Jahren, also einer Modernisierungsphase, wo Atatürk als der Lenin in der Türkei gewissermaßen eine staatszentrierte Modernisierungsstrategie mit ausländischen Experten durchführte. Und da fühlten sich natürlich die Schüttelohotskis, die aus der Sowjetunion kamen und bereits diese Situation in der Sowjetunion erlebt haben, ja nicht völlig fremd. Natürlich war es völlig anders von den politischen Ausrichtungen, viel nationalistischer. Und natürlich war die Ambivalenz gerade zu Nazi-Deutschland prägend. Aber klar ist, ich habe durch meinen Aufenthalt da auch Leute vor Ort kennengelernt, die zu diesen Themen arbeiteten, weil ich über die deutsche Botschaft und über Kontakte auch rumgefragt habe, wer Ahnung hat und sich dafür interessiert. Und mir ist auch von vielen Leuten, teilweise Leuten, die in der Bundesrepublik groß geworden sind, jetzt Professoren in Istanbul sind, natürlich sind völlig Unverständnis vermittelt worden, warum die Deutschen nicht mehr in die Türkei kommen, weil natürlich da nach wie vor demokratisch und progressiv gesonnene Menschen sind und man mit denen da Kontakt halten sollte. Eine Situation, die mich vielleicht an die DDR erinnert hat, wo ja auch sozusagen Kontakt wichtig war für Leute, die noch was anderes denken wollten, als nur das, was vorgegeben war. Also es ist in jeder Hinsicht ambivalent. Eine prekäre Situation gab es, als dass ich dann mit Hilfe der deutschen Botschaft im Archiv der Akademie der Schönen Künste die Personalakte von Margarete Stülohotzki und Wilhelm Schütte einsehen durfte. Und da ich natürlich kein Türkisch kann und mir das Durchlesen der Akte nicht viel bringt, ich sofort mein Handy rausnahm und die natürlich vollständig kopierte, um anschließend die dann über Google Transfer oder mit Hilfe von Übersetzerinnen und Übersetzern irgendwie mehr zugänglich zu machen. Am zweiten Tag fiel das dann irgendwann auf und mir wurde es dann untersagt. Glücklicherweise ist dann also nicht das, was ich schon aufgezeichnet hatte, konfisziert worden. Also dadurch sah man, dass es schwierig ist. Andererseits habe ich total gute Unterstützung vom Generalkonsulat von der deutschen Botschaft gefunden, weil das, die suchen ja auch Themen, die auch mit der türkischen Gesellschaft auch verhandelbar sind, auch offiziell. Und das sind natürlich die deutsch-türkischen Beziehungen dieser Zeit, sind ein weiterhin existierendes Kapital. Die werden natürlich unterschiedlich bedeutet, klar. Und natürlich ist das ganze kemalistische Erbe in einer Umdeutung. Und wir würden es ja wahrscheinlich auch, so wie die sowjetische Industrialisierung, ja auch nicht linear nur unkritisch sehen. Aber natürlich sehen wir es ganz anders als aus der Fraktion autoritärer Regime wie Erdogan. Klar. Also ich denke, so mir ist inzwischen eben auch aufgefallen, der Unterschied zwischen diesem Zeitpunkt, wo wir unsere Ausstellung gezeigt haben und der Situation in den letzten Jahren. Damals hingen überall Plakate mit Atatürk, also gab eigentlich in keinem Laden, gab es nicht irgendwo eine Ecke wie so ein kleiner Hausaltar, wo ein Foto von Atatürk war. Und jetzt eben sieht man überall Herrn Erdogan in Übergröße an der Wand. Und aber es ist richtig, dass die Leute dort sagen, wieso kommt ihr nicht mehr, wir sind doch auch noch da und es hilft ja auch der Demokratie in der Türkei, wenn sich Leute aus Deutschland darum kümmern. Ich wollte noch einfach ein paar Sätze sagen, einfach über dieses Thema Exil in der Türkei, was ja auch eine Besonderheit war gegenüber dem Exil in anderen Ländern, weil die Türkei wirklich im Zuge dieser Modernisierung ganz bewusst Leute gesucht haben, die an dieser Modernisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen teilnehmen wollen, zu kommen. Und es sind ungefähr 1000 Leute
in die Türkei emigriert, viele von ihnen wirklich vermittelt über die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland. Die Türkei hat die türkische Regierung hat aufgeschrieben, was sie gebrauchen könnten für Experten, für was sie jemanden suchen. Und dann gab es diese Schnittstelle an dieser Notgemeinschaft, dass die Leute eben dann dahin vermittelt wurden. Und es war dadurch auch ein wirklich überproportional großer Anteil von Hochschullehrern, die eben in Deutschland ihre Stellung verloren hatten und froh waren, dann in der Türkei wieder unterrichten oder forschen zu können. Das ist so, das macht dieses türkische Exil nochmal so besonders aus meiner Sicht, dass es eben so eine gemeinsame Aufgabe gab. Es gab bei der deutschen Botschaft die Kolonie A, das waren die, die zum Deutschen Reich hielten, und es gab die Kolonie B, das waren die, die zu diesen vielen zugewanderten deutschen Flüchtlingen gehalten haben und eben eine ganz andere politische Richtung vertreten haben. Aber interessant ist, dass es ähnlich wie mit dem Exil in der Sowjetunion, so auch in der Türkei, eben auch zwischen Ost und West, zwischen der DDR und der Bundesrepublik, auch nie wirklich eine gemeinsame Aufarbeitung gab. Also es gab natürlich auch viele wichtige DDR-Wissenschaftler, die aus der Türkei kamen. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein, aber einer war Walter Ruhm, so ein Indologe, und andere. Natürlich gab es nie einen großen Austausch sozusagen über die unterschiedlichen Wege der Immigranten nach 1945 und über das gemeinsame Erbe, das man da in der Türkei hatte, einschließlich der Frage, was war das für eine Modernisierungsgesellschaft, wie verhält sich das zu den anderen Entwicklungen in Europa. Also da gab es auch so ein gemeinsames Schweigen darüber, von westlicher oder natürlich Westberliner Seite war natürlich durch Reuter dominiert, aber Reuter erscheint mir heute auch in einem ganz anderen Licht, als ich ihn hätte damals sehen wollen oder können. Der hat sich also zum Beispiel auch sehr solidarisch gegenüber dem Wilhelm Schütte verhalten, der da in der Internierung war und hat für ihn gespendet. Also da gab es ein ganz enges Netzwerk auch über alle Parteigrenzen hinweg. Also es gab auch so eine antifaschistische Solidarität im Exil. Ja, vielleicht kommen wir dann mal jetzt zu dem großen Werk. einfach um vielleicht, ich weiß nicht, alle haben es vielleicht schon mal in der Hand gehabt, oder sonst sage ich einfach nur mal, was man darin eigentlich findet, das als kleinen Überblick. Also auf den ersten Seiten bis zur Seite 327 findet man eben die abgetippten Briefe und ergänzende Texte und Abbildungen und Fotos, von denen wir nachher auch einige zeigen werden. Und wir haben uns vorgenommen, auch zwei Briefe vorzulesen, um einfach ein bisschen mehr Gefühl vielleicht auch zu bekommen. Und den größten Teil, Seite 406 bis 676, ist der Text, den Thomas geschrieben hat, beziehungsweise mit Dokumenten angereichert geschrieben hat, der den Briefwechsel von Schütte-Lihotzky und Schütte einordnet in den zeitgeschichtlichen Kontext und eben auch ganz allgemein, sehr viel allgemeinere Fragen zur Geschichtsschreibung aufwirft. Und dann gibt es eben diesen ungeheuren Anmerkungsapparat, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, der einfach sich auf alles, was zu erklären wäre, in den Briefen, auch an Formulierungen, gibt es ja zu jedem, wo man sich fragen könnte, was soll das jetzt heißen, findet man bei den Anmerkungen immer auch eine Antwort. Also das ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit du da oder ihr dort auch für die Veröffentlichung reingelegt habt. Und das ist natürlich ein einmaliger Fund, den du damit an Land gezogen hast mit diesen Briefen, weil auch die Leute, die vielen Schütte-Lihotzky-Experten, die heute hier sind, kennen natürlich vieles über ihr Leben, aber diese sehr nahe und zu Herzen gehenden Briefe sind irgendwie ein ungeheure, wertvolles Grundstück. Und die bleiben aber im Original bei der Familie, sind wieder zurückgegangen an die Familie, oder was passiert mit den Sachen? Nein, die wurden inzwischen auch durch meine Empfehlung, aber die Familie war da, glaube ich, auch sehr schnell dafür. Die wurden jetzt auch ins Archiv der Universität der Angewandten Kunst nach Wien gegeben. Ja. Und so dass also der Teil, den Margarete Schulz-Lihotzky selber ins Archiv gegeben hat oder nach ihrem Tod dorthin kam, jetzt ergänzt es um jene Bestandteile, die sie nicht dahin gegeben hatte, was natürlich auch sozusagen von der ganzen Herkunft her relativ interessant ist und auch als gesonderter Bestandteil weiterhin ausgewiesen ist und von der Familie jetzt dort einsehbar ist. Mhm. Die Signaturen sind da auch alle drin, also man kann jetzt genau jeden Brief da auch im Original in den Händen. Mhm.
Sollen wir dann jetzt mal unsere kleine Lesung machen mit den zwei Briefen? Das können wir machen, ja. Also die warte, ich muss meinen noch suchen. Ich habe Christine ausgesucht. Ja, weil es ja ausgesucht deshalb, weil es die Hochzeitstagsbriefe sind. Also am 11. April 1943 schreibt Wilhelm Schütte an seine Frau aus Istanbul. Hochzeitsgrüße, mein liebes Bib. Er nennt sie Bib, er wird Slip genannt. Bib und Slip sind die beiden. Hochzeitsgrüße, mein und liebes B. Bib. Slip. Mit B. Beides mit B. Hochzeitsgrüße, mein liebes Bib. Innige zärtliche Grüße und Streichler. Mit Blumenkohl und den ernsten Ermahnungen des Standesbeamten Schütte fing es an. Dann Vaters feine Liebe, herzliche Worte und Wünsche, die ich eben wieder las. Schüttes Vater war Pastor und war gleichzeitig der Standesbeamte. Sie haben erst standesbeamtlich am 12. April und dann am 13. April, was immer der Hochzeitstag ist, kirchlich beim Vater geheiratet. Mit Blumenkohl und den ernsten Ermahnungen des Standesbeamten Schütte fing es an. Dann Vaters feine Liebe und herzliche Worte und Wünsche, die ich eben wieder las. Und die herrlichen Tage am Gardasee, die Hochzeitsreise und die vielen, vielen schönen Tage und Wochen und Jahre, die darauf folgten, wenn wieder Frieden ist und wir wieder zusammen sein können, dann gehen wir nochmal zusammen an den Gardasee nach Torbole und nach Malkesine. Du musst inzwischen alles tun, um dir deine Gesundheit und deine Kräfte zu erhalten, deine Freizeit ganz zum Ausruhen, zum Erholen auszunutzen. Und alle deine Gedanken sollen dir dazu helfen, dich frisch und stark zu erhalten. Du brauchst dir gar keine Sorgen um mich oder um Mutter oder um irgendeinen von uns machen. Seine Mutter Elisabeth Schütte wohnte viele Jahre in Istanbul, in der Zeit, als Margarete in Haft war. Es geht mir gut, ich kann ganz unbehelligt und normal meine Arbeit fortsetzen. Natürlich ist es jetzt nur leer, keine Bautätigkeit, denn auch hier im neutralen Land macht sich der Krieg ringsum durch Verknappung der Importmaterialien, durch starke Preiserhöhungen im Baugewerbe und durch fast völlige Einstellung der Bautätigkeit bemerkbar. Mutter hofft ja, dir bald selbst erzählen zu können. Sie fuhr dann von Istanbul ins Reich zurück und besuchte sie auch mehrfach. Eben segelte im Nordsturm der erste Storch am Fenster vorbei. Dann ist der Frühling also endgültig da, wenn es auch noch recht aprilmäßig zwischen Sonnentagen und Matschwetter wechselt. Wir wollen für die Sommerferien vielleicht mit einer befreundeten Familie zusammen ein Haus mieten auf einer der Inseln im Marmara-Meer. Das musst du dir auch für später aufheben, zur Erholung nach all dem, was du jetzt erleben musst. Das geht alles vorüber. Du hast mir so viel Glück geschenkt und wir haben das Wissen, dass wir uns gegenseitig haben. Lass dich fest umarmen, mein liebes Bib, von deinem Snip. Und dieser Brief ist vom 13. Nee, ist Quatsch. Vom 1. Mai. Mein lieber Slip, 1000 Dinge möchte ich schreiben. Nach so langer Zeit und weißt du gar nicht, wo anfangen. War überglücklich mit Brief vom 13. Dein Bild hängt schon überm Bett. Gesundheitlich geht's gut. Am 23.01. nahm ich mir fest vor, die Tragödie der letzten 2 Jahre als abgeschlossen zu betrachten und ganz klar und ruhig weiterzuleben, um an Leib und Seele ganz gesund zu bleiben, bis wir uns wiedersehen. Und das geht gut. Bin seelisch viel robuster, als ich selbst dachte. Wo es Lieblosigkeiten gab, wie du schreibst, da handelt es sich doch nur um einen innerlich vollkommen fremden Menschen und da legt sich einem automatisch ein Panzer ums Herz, sodass das gar nicht bis zum Gemüt vordringt. Sonst suche ich mir aus allem, Menschen, Büchern, Natur und so weiter, den Nährstoff, den man eben zum Wachstum seines Geistes und Herzens braucht. Lese viel, solches wie du in Paris, momentan griechische Mythologie, und stopfe so ein Loch in meiner Bildung. Hätte ich nur wie eure Daphne handeln können, ich stünde seit 2 Jahren als Lorbeerbaum in einem Wiener Café, wenn es sich auch nicht um Apollo handelt. Sehne mich oft und sehr nach dir, dann tut mir das Herz weh, wenn ich denke, dass du auch leiden musst und oft da unten dich vereinsamt fühlen wirst. Aber dann tröstet mich wieder die Gewissheit, dass unser beider Einstellung zu unserem Schicksal so gleich ist, dass alles, was ich denke und fühle, Anklänge aus dir und unserem gemeinsamen Leben sind und ebenso umgekehrt. Oft höre ich draußen den Motor eines Traktors.
Er klingt genau wie die Boote vor unserem Haus. Dann schließe ich die Augen, bin sofort ganz in unserer Wohnung und sehe den Bosporus, Moscheen und alles ganz genau vor mir. Bitte schickt mir Fotos von der Terrasse, Wohnung, Aussicht etc. Hier ist jetzt schöner Frühling beim täglichen Spaziergang, etwa 2,5 Kilometer, den Schritt zu 63 Zentimetern, mache ich schwebenden Gang etc., damit du einmal eine Freude daran hast. Ich glaube jetzt wirklich, dass du mich im Alter nicht mehr einholen kannst. Was denkst du? Da das Dasein bekanntlich umso schneller vergeht, je einförmiger es ist, rast mir die Zeit. Das ist tödlich. Garnet ist noch nie gangen. Hilft wieder. Den Dialekt können andere wahrscheinlich besser als ich. Also gar nicht gibt es nicht oder gar nichts ist, hat noch nie funktioniert. Schreib viel, alles. Weiß schon oft nicht, wie und wo dich vorstellen. Grüß alle, lieb und zärtlich, dein Bibchen. Und ich finde, diese eigentlich alle Briefe, die in deinem Buch versammelt sind, zeugen so wie dieser auch von einer unendlichen Liebe und Verbundenheit und dem Versuch, irgendwie diese Beziehung über diesen räumlichen und zeitlichen Abstand irgendwie aufrechtzuerhalten, sodass es mich dann wirklich so tief ins Herz getroffen hat, dann in den biografischen Daten zu sehen, dass sie, nachdem sie dann befreit war und wieder zurückgekommen ist und sie sich getroffen haben, dass das dann in die Brüche ging. Da können wir vielleicht nachher, oder wir können auch jetzt gleich drüber reden, wie du das siehst und wie, ja, was die Hintergründe dafür sind. Weil es ist wirklich so beklemmt. Man identifiziert sich irgendwie mit diesem Paar und diesen vielen liebevollen Briefen und dann endet es einfach leider mit einer Trennung. Also erstmal ist es ja ein Riesenphänomen, dass wirklich diese 146 Briefe, teilweise sind die auch an die Schwester gerichtet oder von der Schwester, um das nochmal zu ergänzen, aber ganz intensiv mit einem stetig gleichmäßigen Ton der Zugewandtheit und Freundlichkeit diese schwere Zeit da begleiten und natürlich vor allem für sie ein Lebenselixier ersten Ranges sind, einschließlich seiner ausführlichsten Schilderungen seines beruflichen Alltags, seiner Reisen durch die Türkei, die mir dann wiederum als Reisehilfe und Orientierung dienten. Und es ist wirklich bemerkenswert, also kulturhistorisch, glaube ich, einmalig, welche Schrift- und Briefkultur da existierte und welche humanistische Bildung und welche auch natürlich Andeutungen da aktualisiert werden können, um sich geistig in Verbundenheit zu setzen und damit Kräfte zu mobilisieren, von den Hinweisen, dass man da viel Sport treiben soll und immer gut schlafen soll und sozusagen die einfache Gesunderhaltung in diesen schrecklichen Haftbedingungen ganz abgesehen. Da muss man natürlich wissen, dass diese 146 Briefe, dass die alle durch die Auslandszensur aller Mächte gingen, dass die alle kontrolliert waren. Das ist also sozusagen gar kein Briefwechsel, der unabhängig davon gedeutet werden kann, sodass viele der Andeutungen schwer zu entziffern waren, aber eben auch die Verschlüsselung provozierten, sodass dann eben so viele Anmerkungen, ich weiß noch nicht, ob ich alles oder wir alles richtig gedeutet haben, aber zumindest erstmal ein Angebot gemacht werden konnte, sodass also bestimmte Motive sich auch aufgreifen. Also dass Apollo Daphne bedrängt und die sich dann in einen Lorbeerbaum verwandelt, entstammt einer Schilderung von Wilhelm Schütte, ich glaube, Atapia ganz im Osten, kurz vor der syrischen Grenze, von der Türkei am Mittelmeer, wo eben die historische oder die mythologische Daphne sich dort in der Nähe eines Wasserfalls in einen Lorbeerbaum und Schütte berichtet, dass er den Wasserfall besucht hat und schickt ein Foto. Und der Lorbeerbaum in dem Wiener Café war natürlich das Wiener Café, in dem sie verhaftet wurde. Und statt Apoll, der ein anderer war, nämlich der Spitzel oder die Gestapo, hätte sie lieber jetzt in einem als Lorbeerbaum im Wiener Café. Also solche Andeutungen kommen natürlich alle mit dazu, die man versuchen muss zu entschlüsseln. Und warum das auseinanderging, hängt natürlich mit vielen Punkten zusammen. Ich kann das auch gar nicht abschließend erklären. Es gibt auch keine schlüssige Erklärung. Wir können das auch später. Dachte ich schon, lass uns erstmal noch bei den liebenden, liebevollen Briefen bleiben und vielleicht auch nochmal jetzt einschieben, ein paar biografische Daten, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie
in Wien im Gefängnis ist und die Briefe schreibt und er ist in Istanbul. Also vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen schnell erzählen. Nicht schnell, sondern wir haben Zeit. Also die beiden sind Teil der Mannschaft, die mit Ernst May 1930 im Oktober in die Sowjetunion geht und dort im Auftrage der Unionsregierung beim Bau neuer Wohnstädte, bei neu zu erschließenden Industrierohstoffen und Industriestädten tätig sind. Magnitogorsk, Westsibirien, Donbass, bis zu 20 Städte identifiziert. Also Ernst May ist eigentlich mein Hauptthema und dadurch kam ich auch auf Margarete und Wilhelm Schütte. Und im Unterschied zu Ernst May, der im Weihnachten 1933 Sowjetunion verlässt und nach Afrika, nach Westafrika, nach Ostafrika geht, bleiben die Schüttes bis 1937 in Moskau, so wie Hans Schmidt, wie einige andere auch noch, wie Werner Hebebrand und andere, und reisen im August 1937 aus und gehen nach Paris, vordergründig auch deswegen, weil ihr Reichspass abgelaufen ist und sie ihn erneuern müssen und in Moskau dazu keine Chance bestand. Man hätte dann nur ein Visum für den Aufenthalt in der Sowjetunion erhalten mit der Rückkehrrecht nach Deutschland. Und die Sowjetunion war ja auch in einer Phase, wo sie die Ausländer wieder loswerden wollte. Wenig später beginnt dann auch die deutsche Operation, wo innerhalb weniger Zeit 42.000 Leute umgebracht wurden, die entweder Reichsdeutsche waren oder deutscher Nationalität, auch Schweizer und Österreicher, also deutsch sprechend waren. Also der Terror ist an ihnen gerade vorbeigegangen. Sie verlassen Moskau nach Paris, sind auf der Durchreise, weil sie über der Odessa fahren, mit dem Schiff auf dem Weg nach Istanbul. Und dort ist bereits seit einiger Zeit Bruno Taut. Bruno Taut, der aus Japan aus dem Exil kommt, nochmal durch die Sowjetunion fährt, wahrscheinlich 1936 auch die Schüttes in Moskau noch getroffen hat und dann also in der Türkei eine interessante Aufgabe hat. Der war der Chef des Praxisbüros, also des Projektierungsbüros des Unterrichtsministeriums und gleichzeitig Chef der Architektenausbildung an der Akademie der Schönen Künste in Istanbul. Und die kommen also da im Sommer, Herbst 1937 vorbei. Und Taut sagt, bleib doch hier. Die kannten sich natürlich von früher, waren eng verbunden, auch vor allem durch die Arbeit von ihm, weil er viel Schulbauten gemacht hat. Und Taut ja auch die Karl-Marx-Schule in Berlin geplant hatte und so weiter, mit Fritz Kasen zusammen, dem Reformpädagogen. Und sie wollen aber weiterfahren. Und sie gehen also dann nach Paris. Und es gelingt ihnen dann schließlich, aber erst im Februar, März 1938 den deutschen Pass zu bekommen. Und er hat zwischendurch Arbeit bei einem französischen Architekten und sie überlegen, ob sie nicht nach England weitergehen. Das war das ursprüngliche Ziel. Und erkundigen sich dann nach Arbeit. Das ist aber auch schwierig. Inzwischen findet der sogenannte Anschluss statt, also die Okkupation oder wie auch immer, Österreichs. Und damit beginnt sozusagen natürlich auch die Ausreisewelle und die Arbeitsmigration aus Österreich, vor allem auch der jüdischen Architektinnen und Architekten. Und sie entschließen sich dann schließlich nach Paris zurückzugehen und das zwischenzeitlich erneuerte Angebot von Bruno Taut anzunehmen, sodass sie also dann im August, September 1938 nach Istanbul gehen und dort beide in diesem Tatbikat, also diesem Praxisbüro, von Bruno Taut tätig sind und für die Schul- und Kinderanstalten des Unterrichtsministeriums projektieren soll. Und das große Drama für die beiden ist, dass Bruno Taut am 24. Dezember 1938 bei einem Asthmaanfall verstirbt und dass damit der Schutzpatron und der ihr Chef gewissermaßen nicht mehr vorhanden ist. Und die Situation ändert sich daraufhin eben dramatisch. Und ähnlich wie bei meinen Forschungen über die Arbeit von Margarete und Wilhelm Schütte-Wihotzki in Moskau, musste ich mit Erstaunen feststellen, dass deren Arbeitsverträge und Arbeitssituationen bisher in der Forschung noch nie eine Rolle spielten. Und ebenso war es eben auch in der Türkei. Die Verträge sind eigentlich alle da, entweder in Wien oder eben auch in Istanbul, in der Akademie der Schönen Künste. Und es stellt sich heraus, dass Margarete Stöhl-Wihotzki als erste gekündigt wird, nämlich im Juni 1939.
und im Grunde seit Juni 1930, 39 beschäftigungslos ist. Und er kann nochmal seine Anstellung bis 39 in der ursprünglichen Position verlängern und wechselt dann quasi in die Architekturabteilung der Akademie der Schönen Künste. Diese Doppelposition zwischen diesem Projektierungsbüro des Unterrichtsministeriums, was in Ankara residiert, und der Akademie der Schönen Künste in Istanbul wird dann aufgehoben. Also das, was mit Ekri und anderen vorher schon existiert, Taut übernommen hat, hört dann auf. Und dann kommt eben Robert Vorhölzer, ein deutscher, durchaus auch modern, konservativ, vielleicht modern arbeitender Architekt, den Wilhelm Schütte schon aus der Postbauschule in München kennt, wo er Assistent war, nach Istanbul. Und die beiden sind sich spinnefeind von Anfang an. Er als der von über die Nazi-Institutionen dorthin geschickte, er als der internationale Experte, letztlich als der Antifaschist, wie sich ja später mal herausstellen wird, noch tatkräftiger. Und sodass also er da mal nur geduldete einjährige Verträge bekommt. Und Margarete Schulte-Hotzky und Wilhelm Schütte schließen sich dann schließlich in Istanbul gebildeten Exilorganisation der KPÖ an, und zwar in dem Büro von Clemens Holzmeister, ein wichtiger, traditioneller, im Staatsauftrag der Türkei tätiger Architekt, der da also Ministerium, Parlament und alles Mögliche gebaut hat. Und dort wird so eine kommunistische Zelle gebildet, mehr ein informeller Zusammenhang, aber mit Kontakten nach Moskau und auch ins Inland, also illegale Arbeit nach Österreich. Und Margarete Schulte-Hotzky übernimmt dann schließlich, also die ganze Gruppe wird von Herbert Eichholzer, wichtiger österreichischer Architekt und Widerstandskämpfer, der später hingerichtet wird, initiiert, und sie erklärt sich dann bereit, zu Weihnachten, kurz vor Jahresende 1940, eine Kurierfahrt nach Wien zu machen. Wie sich jetzt den Brief und anderen Dokumenten entnehmen lässt, war Wilhelm Schütte eher dagegen. Ja. Sie hat wahrscheinlich ihre Möglichkeiten auch überschätzt. Sie hat in ihren Erinnerungen immer davon gesprochen, dass sie ja eine feine Dame mit gutem Pelz noch aus Moskauer Zeiten war und einen Hut mit Federschmuck hatte und also als von der ganzen bürgerlichen Ambiente da nicht als kommunistische Infiltrantin hätte auffallen können, auch keine Jüdin war, also nicht sozusagen rassistisch verfolgt werden konnte. Aber es gab eben in der KPÖ-Organisation ein Spitzel, ein Gestapo-Spitzel, sodass also sozusagen alle diese Schritte von vornherein bekannt waren. Die warteten richtig auf sie, sodass also eine sehr riskante und abenteuerliche und letztlich auch gescheiterte Mission war, von der sie dann selber schrieb, dass sie nach 25 Tagen illegaler Tätigkeit zum Tode verurteilt werden sollte. Das Gerichtsurteil konnte dann auch abgemildert werden, sodass sie auf diese Art und Weise also in Wien in diesem Café verhaftet wurde und dann anderthalb Jahre Untersuchungshaft. Dann gab es einen Prozess, Urteil am 22. September 1942 und dann eben die Überstellung ins Zuchthaus nach Eichach in Bayern und da bis zur Befreiung im April 1945 durch die amerikanischen Truppen. Und diese Zeit umfasst es eben dieser Briefwechsel, diese 126 Briefe. Und das ist natürlich einerseits auch natürlich extrem erstaunlich, wie über diese enorme Entfernung, über die Zensur ein so großer Bestand an Briefen sich überhaupt erhalten hat. Das ist auch nur zu erklären, dass die Briefe anfangs von der Schwester von Margarete abgeschrieben wurden, weil in der Türkei sollte nicht bekannt werden, dass Häftling Margarete Schütte-Hotzky auf Anstaltspapier schreibt. Also es musste sozusagen dem türkischen Staat suggeriert werden, offiziell, wie meine Begriffe, hatte Wilhelm Schütte so eine Vertrauensposition mit seinen Ansprechpartnern in den Ministerien, dass die genau wussten, worum es sich handelt. Das macht die Sache eben so kompliziert. Dadurch kam die Schwester von Margarete Schütte-Hotzky hinein. Sie schrieb also alle Briefe von Margarete ab und behielt die Originale, nämlich die auf den Anstaltspapieren. Ja, wir haben hier zwei, das ist der von Wilhelm, das ist der Hauptbrief von Wilhelm Schütte mit der Signatur der Auslands,
Zensur der Wehrmacht, was mir später die Möglichkeit gab, auch Fotos, die in einem anderen Archiv befindlich waren, zuzuordnen, weil sie denselben Stempel hatten. Und Margarete hatte dann eben ein Anstaltspapier zu schreiben. Und diese Briefe wurden von der Schwester abgeschrieben. Und Margarete hat die von Wilhelm geschriebenen ins Zuchthaus geschrieben, aber auch über Adele, auch wieder gesammelt, sodass ich nach der Haft und dem Krieg der gesamte Briefwechsel in der Hand der Schwester befand. Das hat sozusagen auch nur die Überlieferung erklärt und die Geschlossenheit des Bestandes. Und Margarete hat ja dann später, was für mich natürlich eine wichtige Frage war, kann man jetzt Briefe herausgeben? Schon Friemert ist hier, der Herausgeber der Erinnerung von Margarete Stodorzki. Kann man eigentlich, wo sie ihre Erinnerung ja aufgeschrieben hat, 1985 in der Bundesrepublik und in der DDR gleichzeitig veröffentlicht, kann man jetzt eigentlich Briefe, die sich aufgefunden haben, über diese Zeit veröffentlichen? Ich denke ja. Die Erben haben das ermöglicht und auch so gewollt. Und der Erkenntnisgewinn ist natürlich enorm, weil die Texte sich natürlich gegenseitig erläutern. Also ohne ihre Erinnerung hätte ich viele ihrer Briefe gar nicht deuten können. Und vieles in der Erinnerung stellt sich natürlich durch die Lektüre der Briefe und die Recherchen im Hintergrund als anders dar oder jedenfalls relativieren sich. Man schnell setzt sie in Relation. Und so, dass also mein Nachwort natürlich in vielen Teilen nicht nur die Realgeschichte, sondern auch die Rezeptionsgeschichte umfassen musste. Das ist ja der größte Brocken eigentlich in dem Buch, ist das, was du selbst dann auch geschrieben hast, als Resümee ist über deine Fundstücke. Und eher darüber dann nochmal ins Detail gehen könnten wir vielleicht, weil wir jetzt gerade dabei sind, was anzugucken, vielleicht noch einige von deinen schönen Fotos zeigen, die aus während deiner Recherche reisen. Ja, also eine der Entdeckungen, die besonders viel Spaß gemacht haben, auch dafür den Architekturhistoriker, ist natürlich, dass ich das Wohnhaus von Margarete und Wilhelm in Istanbul identifizieren konnte. Was ja in den Briefen auch immer mal wieder vorkommt. Was da vorkommt und von denen viele Forscherinnen und Forscher meinten, das gibt es gar nicht, aber ich habe auch den Eindruck, man ist nicht hingegangen und hat nicht geguckt und hingehen und gucken hilft. Und Fakt ist also, dass es dieses bekannte Foto gibt, wo beide auf der Terrasse sitzen am Bosporus. Also da hinten ist der Bosporus zu sehen hier. Und da gibt es eine bekannte Moschee, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber steht alles ganz ausführlich da in dem Buch drin, worum es sich handelt. Und die schauen also hier stolz in die Kamera. Und nun war immer die Frage, na, wo ist denn das eigentlich? Was ist das für ein Haus? Was ist das für eine Wohnung? Und man sieht also die Situation, worum es sich handelt, der Bosporus. Der Taksim-Platz hier oben, das war ein altes Wasserdepot am höchsten Punkt, wo also eine Zisterne war und wo die Wasserversorgung herkam und wo die kaiserliche Botschaft Deutschlands, also Osmanisches Reich und Deutsches Reich, also in den, weiß ich nicht, 80er Jahren oder irgendwas diese Botschaft hingesetzt hat, heute das Generalkonsulat. Und das ist sozusagen der Taksim-Berg, der. Und das ist hier der Rest, später wird es dann umgebaut zu der Kunsthochschule, der Akademie der schönen Künste. Und die Schüttes wohnten hier auf halber Höhe, zweite Straße, Parallelstraße, hier drüben etwa. Und das ist das Wohnhaus, was ich da gefunden habe. Inzwischen aufgestockt und mit einem Seitenbau, es stand früher frei. So, nun kam ich natürlich nicht rein. Nicht auf den Balkon. Konnte mich natürlich, aber es kam mir zu Hilfe, dass ich einen Hinweis bekam, dass dieses Wohnhaus veröffentlicht wurde. Und zwar vom Chefredakteur und Herausgeber der Zeitung Mima, also der Architekt, 1936. Heftnummer und Seiten stehen natürlich da alles drin. Und Sie sehen also hier genau diese Eingangssituation hier mit dem Überdach und diesen etwas martialischen und dann mit diesem Zaun. Und Sie erkennen also sofort, dass es hier freistand, dass es eine Lücke gab, dass auch das Treppenhaus von der Seite belichtet war. Welche enorme Hanglage hier existiert. Hier ist der Bosporus, wie tief es da also runtergeht vom Taksimberg und dass es drei Geschosse hatte. So, das ist die Straßenseite, die wir eben schon sahen. Daneben gibt es ein freistehendes Gebäude,
der Pinienpalast, der spielt auch in den Briefen eine Rolle. Und also das war sozusagen erstmal phänomenal, dass man dieses Haus gefunden hat. Hier gibt es noch andere Seiten, also die Lücke auf der linken Seite. Und das ist die Gartenseite, die also nach Südosten geht, quasi nach Anatolien auf die andere Seite des Bosporus. Und nun war nochmal festzustellen, auf welcher Etage saßen die denn nur eigentlich und wie ist die innere Struktur. Und das Tolle ist, dass es eben auch einen Grundriss gibt, den ist vielleicht nochmal größer. Und in dieser Zeitschrift, und dass der nach Südwesten gerichtete Blick dann schließlich über das Goldene Horn, also auf die Hauptinsel führten, wo sozusagen früher Istanbul, also die byzantinischen Hauptkathedralen wie Hagia Sophia sind, also sozusagen in Sichtweite. Es ist ein europäisch geprägter Stadtteil und ganz wunderbar natürlich. Und schließlich sieht man auch den Eingang, jetzt rückblickend, das ist das Treppenhaus, es geht da so merkwürdige Schritte runter. Genau das wird dann auch in den Briefen und in anderen Briefen beschrieben. Und das ist der Blick aus diesem Eckzimmer. Wir sehen nachher noch Fotos mit dem historischen Personal. Und hier dieses Doppelzimmer mit der aufzuschiebenden Tür, die aber bei den Schüttes getrennt war. Und hier nochmal also so ein Grundriss. Also es ist eine großbürgerliche, sehr komfortable Wohnung. Eingangsbereich 5 Stufen runter. Und der Witz war, sie wohnten im Zuterrain. Also es gab noch eine Etage darunter, wo der Hausmeister Capici wohnte, aber sie wohnten unten. Und obwohl sie unten wohnten, hatten sie diesen freien Blick auf der Höhe des Minaretts. Man sieht also, welcher Geländesprung da existiert. Man kommt dann hier rein, da gibt es einen Flur, da gibt es hier einen Küchenbereich, natürlich für das Wirken von Hausangestellten, die auch immer hatten, noch in der Zeit, also auch beide verdient haben, durchaus eine Olga, weil entweder mussten sie Französisch oder Russisch sprechen, weil Türkisch ging nicht, also es war eine Olga. Und dann gab es hier dieses Doppelzimmer, der kleine Salon, Badezimmer, Schlafzimmer. Hier wohnte der Capici, also der Hausmeister. Das ist so ein Bild nochmal auf der Terrasse. Schütter hat dann viele Stunden zugebracht, wurde in den Briefen geschildert, diese Fenster weiß, blind, also transparent zu streichen, damit der Nachbar nicht reingucken kann. Und das sind jetzt Bilder aus dem Archiv in Wien, wo sozusagen die Möblierung zu sehen ist, was ganz interessant ist, weil natürlich ihre Möbel selber entworfen haben. Das ist also der linke Bereich, das linke vordere Zimmer. In den späteren Jahren werden dann diese Zimmer, sie verliert ihren Job, er wird herabgestuft, sie müssen die Wohnungen untervermieten. Da sind dann also immer verschiedene Untermieter. Der interessante ist Ernst Dietz, ein österreichischer, durchaus Nazi-Kunsthistoriker, aber gebildeter Mann, der seiner Frau wunderbare Schilderungen dieser Wohnungen schickt, sodass also ein Teil auch dieser ganzen Raumerlebnisses und auch von Schütte über ihn ganz gut da vermittelt werden. Also hier aus der wahrscheinlich japanischen Expedition 1934, dann so eine Arbeitssituation vor dem großen Fenster, vor dem Bosporus, auf der anderen Seite Anatolien. Und hier so eine Situation mit ähnlichen Stühlen, wahrscheinlich selbst gebaut, vor dieser Bretterwand oder vor dieser Sperrholzwand der beiden getrennten Räume. Und dieses Eckzimmer, Margarete Schulotzki mit ihrer Schwiegermutter Elisabeth Schütte. Und selbst in diesen, die gibt es heute noch, in diesen Briefen spielt diese Pinie eine große Rolle. Die gibt es natürlich heute noch, also das sind natürlich uralte Bäume. Und dann hier diese Ecksituation mit Möbeln, die Wilhelm Schütte Margarete schenkt zum Geburtstag oder zum Geburtstag. Und es gibt auch Zeichnungen in den Briefen, wo genau diese Möbel nach seinen Zeichnungen anfallen lassen, die er geschenkt hat und die später auch noch in der Franzensgasse von Margarete Schulotzki, der letzten Wohnung in Wien, stehen. Das wird jetzt eine Museumswohnung werden und ich hoffe, dass, oder es wurde auch zugesagt, dass die Erben der späteren Bewohnerin dann wahrscheinlich diese Möbel wieder zurückgeben, sodass diese Dinggeschichte sozusagen am Ort in Wien noch festgemacht werden kann. Das war dann der kleine Salon oder das Schlafzimmer, wo dann Schütte sich zurückzog, weil seine Mutter wohnte ja im Schlafzimmer
und vorne war vermietet. Also sie mussten sich da sehr auch beengen, umstellen. Und interessant war es, diese Europakarte, wo sozusagen die Sowjetunion und die Türkei gemeinsam zu sehen ist. Und auch dieser komische Fächer spielt dann im Brief eine Rolle. Das sind also alles Fotos, die dann auch er ihr geschickt hat mit den Briefen. Also insofern ist auch erstaunlich, welches Maß an Kommunikation da möglich war. Und das Titelbild zeigt ja, natürlich war dieser Briefverkehr kontrolliert, auch der war im Zuchthausbetrieb mit Einschränkungen. Sie durfte da bloß alle 6 Wochen oder alle 2 Monate schreiben, aber er durfte häufiger schreiben, sodass also diese Art von Information immer auch natürlich wirklich ein Lebensmittel ersten Rangs war. Das war die Wohnungsgeschichte. Wir sind vorhin sozusagen schon an das Thema rangekommen mit der Frage der politischen Diskussion und Situation und der Haltung zu der Situation mit der KPÖ-Geschichte. Ich gestehe, dass ich nicht richtig verstanden habe, warum Sie eine Gruppe der KPÖ gegründet haben und zum zweiten Schritt mir auch überlegt habe, zu diesem Zeitpunkt, wo man schon wusste, was mit den, auch mit den deutschen Emigranten in der Sowjetunion passierte, dann eine KPÖ-Gruppe zu gründen, schien mir irgendwie fragwürdig. Aber das ist eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten oder vielleicht kann jemand auch aus den, von den Experten etwas dazu sagen. Bevor wir dann zu dem Thema kommen, was mich wirklich sehr, sehr interessiert und beschäftigt hat, dein Fazit, also der Text, den du geschrieben hast, ja. Zu der Frage der Überlieferung von biografischer Geschichte. Und das ist ein großer Komplex, über den wir sicher auch mit dem Publikum in Ruhe dann nochmal sprechen können. Und vielleicht, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Anfragen aus dem Netz, die wir zu berücksichtigen hätten? Nein. Aber dann finde ich, dann, wenn wir zu diesem KPÖ-Thema oder zu dem Thema kommen, dann denke ich, sollten wir auch das Publikum hier mit einbeziehen und eine gemeinsame Diskussion führen. Aber mich hat das sehr fasziniert, weil gut, in vielem ging es mir in meinen historischen Beschäftigungen mit KPD-Geschichtsschreibung auch so, dass man irgendwann ins Grübeln und ins Zweifeln kommt, wie das ist mit den Heldengeschichten. Das ist so ein ganz so ein Komplex, den sollten wir in Ruhe vielleicht dann im zweiten Teil des Abends besprechen, wenn wir jetzt erstmal einen kleinen Break machen und Fragen aus dem Publikum an dich gestellt werden können. Also jetzt mal zu der KPÖ-Problematik. Ja. Denn sie war Österreicherin, wurde Reichsdeutsche durch die Heirat bereits seit 1927. Dann kam der Anschluss, da waren alles Reichsgroßdeutsche. Und dennoch war es so, dass natürlich die österreichische Kommunistische Partei Anlaufpunkte hatte in Istanbul. Man konnte eben über Istanbul mit der Schiffsverbindung nach Odessa den gesamten westeuropäischen Bereich erreichen, sodass also viele der illegalen Beziehungen über die Türkei liefen. Mhm. Durch die günstige Situation, dass dieser Clemens Holzmeister quasi wie ein Staatsarchitekt die staatlichen Repräsentationsbauten der Türkischen Republik baute und ein großes Hotel als Atelier hatte und dort viele seiner österreichischen, aber auch anderen Architektenkollegen arbeiteten, unter anderem eben auch Herbert Eichholzer und andere, gab es da eine günstige Situation, sich da zu treffen. Mhm. Die hatten so. Außerdem hatte Margarete Stolorzki mit Ernst Fischer, also dem Vertreter der KPÖ bei der Kommentaren, vor der Ausreise nach Frankreich Kontakt und auch mit Otto Heller, der auch dem KPÖ-Gremien nahe stand. Und die Einvernahme Österreichs ist von der KPÖ auf das Schärfste kritisiert worden. Also im Unterschied zu vielen anderen Appeasement-Politiken, wie sie später kamen, war sozusagen die tschechische und die österreichische kommunistische Partei der Meinung, dass die Einverleibung Österreichs und dann des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei also eine Okkupation sei und wollten auf einen sehr scharfen antinationalistischen, antinazideutschen Kurs einschwenken.
Und erst im Hinblick auf die Frage des Nicht-Angriffspaktes und Ähnliches sind die dann auch auf Linie gebracht worden. Aber es gab eine relativ militante republikanische Haltung der KPÖ. Mhm. Im Unterschied zu den Sozialdemokraten, die sich damals revolutionäre Sozialisten nannten Österreichs und die dann von England aus operierten, die meinten, naja, der Weg, also die Begradigung der kleindeutschen Lösung, die ja Marx und Engels schon angegriffen hatten, sei eigentlich nicht das Hauptproblem. Das Problem ist eben die Bekämpfung des Narzissmus, aber eigentlich nicht die nationale Frage Österreichs. Also da differierten die und ganz offenbar hatten sie da in der Nationalitätenpolitik der Zeit, die in der Sowjetunion ja auch diskutiert wurde, in der Zeit, als sie da waren, ab 35, nach dem 7. Weltkongress, durchaus einen Anknüpfungspunkt zu sagen, ja, wir engagieren uns eher für Österreich. Also es gab auch mehr Österreicher militante Art als Deutsche, obwohl die immer mit Deutschen zusammenarbeiteten. Es war ja dann auch so, dass der Bereich Österreich Teil der deutschen Sektion bei der Kommentaren wurde. Also die ganzen Einvernahmen Hitlers wurden dann quasi in der Kommentaren alle nochmal gespiegelt. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Fakt ist jedenfalls, dass durch den überzeugenden Auftritt von Herbert Eichholzer, der ein blendender Kommunikator und überzeugender Mensch gewesen sein muss, Margarete voll entflammte und sie sich also dieser informellen Gruppe anschlossen und sie dann auch relativ bald mitteilte, sie würde auch Kurierfahrten übernehmen. Mhm. Eben mit dieser Fehleinschätzung, man könne ihnen ja nichts. Auch Wilhelm Schütte und sie haben sie bei der deutschen Botschaft quasi als internationale Experten erklärt. Sie waren nämlich erst in der Sowjetunion, jetzt sind sie in der Türkei. Mhm. Sie sind in keiner Partei und sie sind keine Immigranten, sie sind Experten. Und die haben natürlich versucht, den deutschen Behörden einzureden, aber die haben natürlich sofort misstrauisch, kann der Herr Dokumente zeigen, sofort misstrauisch drauf geguckt und die haben natürlich genau gescannt, welchen Hintergrund die haben. Mhm. Und dann hatten sie vergessen anzugeben, dass sie auch in Moskau waren, dann wussten sie natürlich. Also es war von Anfang an relativ prekär. Und dass sie den Wunsch hatten, am Widerstandskampf teilzuhaben, kann man ja irgendwie verstehen. Sie konnten ja nicht wissen, dass es da einen Gestapo-Spitzel in der Organisation gab. Und die große Weltpolitik war auch vielleicht schwer zu überschauen. Aber Wilhelm Schütte hatte eigentlich Margarete Schütte abgeraten von der Reise. Und sie hat es trotzdem gemacht und sie hat die Konsequenzen ja auch in aller nur denkbaren Form übernommen. Was mich nur gewundert hat, ist, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt in den anderen Exilländern oder in der Widerstandsbewegung selbst auch, alles eher auf ein breites Bündnis ausgerichtet war mit Leuten aus allen möglichen politischen Richtungen, die sich aber einig waren, dass sie die Nazis bekämpfen wollen oder dass sie eben im Exil sind und irgendwie gemeinsam überleben wollen, um Demokratie wieder aufbauen zu können, wenn sie wieder aus dem Exil nach Deutschland zurückkommen können. Und dann eine KPÖ-Gruppe zu gründen, schien mir einfach irgendwie so ein bisschen so ein Anachronismus. Also das heißt ja dann, die war wirklich nur für KPÖ-Mitglieder offen. Es war kein Bündnis zu anderen politischen Organisationen, die es doch wahrscheinlich auch gab. Die hatten nur Kontakte zu der illegalen türkischen kommunistischen Partei. Ja. Und da waren auch Deutsche mit dabei, wie die Frau Burkhardt zum Beispiel und andere. Also so abgeschottet war das nicht. Das war schon, aber es war sehr stark österreichisch geprägt. Und die hatten den Direktkontakt eben auch zum Parteivorsitzenden. Das ist ja Teil auch dieses Dokuments, was ich da jetzt mit veröffentlichen konnte, wo Wilhelm Schütte quasi die KPÖ-Gruppe dann nach dem Weggang von Margarete Schütte-Lohotzky leitete. Und das sind auch sozusagen völlig neue Erkenntnisse über den Stellenwert von Wilhelm Schütte in diesen Widerstandszusammenhängen. Man muss aber auch sagen, weil die Situation so prekär war, dass beide eigentlich gar keine Zukunft in der Türkei hatten, weil beide ja gekündigt waren, nur weil der Vorhölzer dann der Spionage für die Deutschen bezichtigt wurde und ausgewiesen wurde, eröffnete sich für Wilhelm Schütte wieder die Chance, selber als Architekturlehrer an der Akademie zu bleiben. Wobei ich jetzt nicht die Hintergründe der tatsächlichen Ausweisung und welche Geheimdienstgeschichten dahinterstehen, nicht rekonstruieren kann. Aber Fakt ist, dass eigentlich beide nach Deutschland zurück wollten. Also im Grunde war ihr Engagement in der Türkei beendet. Und wenn nicht der Robert Vorhölzer gestolpert wäre über diese Affäre
er hätte zu viel Luftaufnahmen in seinen Unterricht einbezogen. Und er wurde jedenfalls der Spionage bezichtigt und kurzzeitig verhaftet. Und dann hat Franz von Papen, der war ja der deutsche Botschafter dort, da irgendwie begradigt. Und dann hat er demissioniert und konnte ausreisen. Und dann war auch immer das Problem, da wir sollen die Architekturausbildung machen. Und dann wurde wieder Wilhelm Schütte beschäftigt und auf der Basis sehr prekärer, immer nur jährlich verlängerter Verträge ist er dann bis 1944 im Dienst gewesen und musste dann dennoch in die Internierung als Ausländer. Und aber meine These ist, dass die Abstimmung nach Berlin zu gehen, natürlich ohne Rücksprache mit der Kommunistischen Internationale, mit Moskau, auch nicht denkbar. Nach Wien. Nee, sie wollten beide eigentlich nach Berlin. Ja, okay. Und sie wollte aber vorher nochmal ihre, also im Grunde ist die Reise ihrer Kurierreise nach den Dokumenten, die wir jetzt haben, auch aus dem Auswärtigen Amt, also die haben ja sehr genau Buch geführt in der deutschen Botschaft, das hat bisher noch niemand angesehen, ist klar, sie wollte eigentlich weiter nach Berlin, sie wollte auf längere Zeit in Deutschland bleiben, sie wollten beide Arbeit suchen. Und Wilhelm Schütte und Margarete Stolorzki hatten gute Kontakte zu Walter Kratz. Das ist aber einer der Kollegen, die aus Frankfurt nach Moskau mitgegangen waren. Und der war jetzt ein Architekt bei der Deutschen Arbeitsfront. Und der Chefarchitekt der Deutschen Arbeitsfront, Julius Schulte Frohlinde, auch kein ganz Unbekannter, war der Trauzeuge von Margarete Stolorzki und Wilhelm Schütte, was auch bisher keiner wusste. Und sozusagen Studienkollege von Wilhelm Schütte, was eigentlich zeigt, wie eng auch die beruflichen und fachlichen Kontakte waren und wie sehr natürlich auch die Schüttes vielleicht eben auch im Auftrag oder mit Rückendeckung von Moskau Kontakte nach Deutschland für Arbeitsmöglichkeiten suchten und eventuell auch da Widerstand geleistet hätten. Darüber will ich gar nicht spekulieren. Fakt ist jedenfalls, dass nur durch die Affäre Vorhölzer Schütte weiter beschäftigt wurde. Und sie hat diese Kurierfahrt übernommen und das hat sie eben die ganze Zeit bis zum Kriegsende gekostet im Zuchthaus. Ja. Und die Überhöhung als die auf die nationale Unabhängigkeit Österreichs gerichtete kommunistische Aktivität, die es ja durchaus war, verdeckt natürlich auch, dass auch andere Optionen in dieser Zeit beruflich gesucht wurden. Also es hätte durchaus sein können, dass sie eben 1940, Ende 1940 auch beide Richtung Deutschland gegangen wären, weil sie ihr Schicksal nicht hätte sicherer gemacht hätte. Was aber eben eine andere Wendung dann gefunden hat. Er blieb da und war ja dann auch auf eigene Weise im Widerstand tätig. Ja, da gibt es eine Wortmeldung. Ja, es passt vielleicht nicht ganz daran, aber weil Sie gefragt haben, warum in die KPÖ Widerstandsgruppe eingetreten wurde, wo es doch um Einheit und Vielheit geht, ist vielleicht diese für mich doch sehr wichtige Geschichte, die zwar 37 jetzt da spielt in dem Bericht, nämlich der Besuch bei Neurath in Den Haag. Und was dort ja berichtet wird, dass es also in einem Brief der Schütte sagt, also mit diesen rechten Sozialdemokraten ist nichts anzufangen, ja, über Moskau und Stalinismus zu reden. Was dann später offensichtlich nicht mehr in den Erinnerungen ist, dieser Satz gestrichen. Also das zeigt ja doch, also sozusagen wie im Kleinen, hier das große Problem der Einheit und Spaltung der Arbeiterbewegung eine Rolle spielt. Also das könnte man natürlich auch nochmal am Schluss insgesamt in den Erinnerungen bilanzieren. Aber in einer gewissen Weise spielt das doch ich weiß nicht, ob ich das richtig verorte, spielt das doch in diese Frage mit rein. Wenn jemand ein paar Jahre vorher schon nicht sozusagen für Einheit plädiert und Neurath, also es ist ein tragisches Kapitel, dieses kurze Kapitel in diesem Bericht von Clear. Das ist, finde ich, müsste man schon nochmal auswerten. Also auch nur, und das kann ich jetzt ja gleich anmerken, nur in dem Gesamtkontext, das ist wirklich ein ganz tolles Buch, und im Gesamtkontext, wenn man von heute aus das bilanziert, das rote Wien, ja, wofür Neurath ja auch steht, ja, das rote Wien gehört zu den substanziellen, gelingenden sozialistischen Experimenten,
was aber nicht im kollektiven Gedächtnis den Platz einnimmt. Ja, das ist im Grunde verdrängt. Und das ist eine ganz tragische, finde ich, eine ganz tragische Geschichte, dass jemand wie Schütter, Lihotzky und Neurath sich dann nicht mehr verständigen konnten und eine Freundschaft dann also kaputt geht, die eigentlich vom Schluss des Jahrhunderts der Extreme her gesehen, also im Grunde die ganze Tragik im Kleinen ja ausmacht. Ich meine, gerade Wien und gerade Wohnungsbau und wo die Schütter ja selber mit ihm tätig war, Siedlungsbewegung, das ist ein heute noch geschätztes, auch vom bürgerlichen Lager, geschätztes Erbe. Aber innerhalb der Linken ja, ist es Rote Wien und Neurath. Ja. Die sind ja diffamiert worden noch und als die Rehabilitation ist ja gar nicht groß gewürdigt. Obwohl es das einzige im Alltag sich niedergeschlagene sozialistische Experiment im 20. Jahrhundert war. Also ich lese also sozusagen diese Doppelbiografie auch so, dass alle diese Widersprüche, auf die du hinweist, natürlich in deren Beziehung auch gelebt wurden und vielleicht in welchem Maße alltäglich reflektiert sei dahingestellt. Aber allein ihre unterschiedlichen politischen Engagements lassen sich natürlich da auch zuordnen. Also wir kamen ja auch nicht darauf, aber die Tatsache ist ja völlig neu, dass der Wilhelm Schütte, das ist vor allem den Forschungen von Peter Pirska zu verdanken, der sich mit dem Special Operation Executive, also dem militärischen Geheimdienst der Briten in Österreich beschäftigt hat, dass für diesen Geheimdienst Wilhelm Schütte tätig war. Und ich konnte nur nachweisen, dass ein Brief, der an den Chef der Kommunistischen Partei Österreichs aus Wien, aus Istanbul geschickt wurde, eben von Wilhelm Schütte stammt. Das heißt, Wilhelm Schütte hat mit Kenntnis der Sowjets, wem auch immer, zunächst dem eigenen Parteisekretär oder Parteivorsitzenden und der Kommentaren, Kontakte zu den Briten unterhalten. Und das ist natürlich ein und hat bis zum Ende seiner Internierung mit einem amtlichen Zeugnis, kann ich noch zeigen, sozusagen für die Briten gearbeitet, im Wissen der Sowjets. Also es gab sozusagen eine sowjetisch-britische Zusammenarbeit über den Widerstand in der Türkei. Und interessant ist, dass eben das auch zu der Erklärung der Alliierten führte, in der die Rolle Österreichs im Nachkriegseuropa definiert wird, dass wenn es zu einem erkennbaren Widerstand Österreichs kommt, die Unabhängigkeit des Staates wiederhergestellt wird. Und das war natürlich durch sozusagen der Anfangsimpuls auch der kommunistischen Partei, die nationale republikanische Unabhängigkeit, während die revolutionären Sozialisten, die ja mit den Briten viel länger zusammenarbeiten, logischerweise als die Kommunisten, eben durchaus von der großdeutschen Lösung ausgingen, als einer fortschrittlichen. Natürlich nicht der narzisstischen, sondern sozusagen der großen Organisation. Und dieses Widerstandskapitel Wilhelm Schütte ist bisher völlig unterbelichtet und es erfährt natürlich jetzt keine Herabsetzung der Widerstandsarbeit von Margarete, aber natürlich durchaus eine Relativierung oder eine Inbeziehungssetzung, nicht Verringerung, sondern Inbeziehungssetzung seines Engagements, der da durchaus mit Übersicht und Hellsicht und wahrscheinlich mit besonderen Fähigkeiten, die sie auch in seinem Erinnerungsbuch schildert, tätig war. Die interessante Frage war dann nur, wusste sie das oder wusste sie das nicht? Wusste sie es erst nach der Befreiung aus dem Zuchthaus oder vorher schon? Jedenfalls wusste sie es, glaube ich, zur Zeit der Abfassung ihrer Erinnerungen. Und insofern ist das vielleicht auch ein Grund der Frage, warum trennen die sich? Welche unterschiedlichen Erfahrungen haben sie gemacht? Er hat natürlich ein voll erfülltes Leben als Architekt, als Hochschullehrer, mit seiner Mutter, mit anderen Beziehungen in Istanbul geführt und sie saß im Zuchthaus und hat sozusagen den Widerstandskampf repräsentiert. Und das erörtert sie ja auch in dem Interview mit Schupp, was aber im starken Maße dann eben von ihr redigiert wurde, sodass sie also ganz wenig von diesen personellen Beziehungen da wiederfinden. Und ich glaube schon, also dass diese weltpolitische Konstellation dann durch die Paarbeziehung auch hindurchging, ohne dass man jetzt eine einfache Antwort geben kann. Also ich,
Mir scheint es nach wie vor irgendwie eigentlich absurd zu diesem Zeitpunkt, also in den 40er Jahren, also in den oder Ende der, Anfang der 40er Jahre, noch eine kommunistische Parteigruppe zu gründen und eben nicht irgendwie sich auf ein breites Bündnis von Antifaschisten stützen zu wollen oder zu versuchen, ein größeres Bündnis zu haben. Aber selbst, in anderen Ländern, wo Bündnisse da waren, wie in Mexiko oder Frankreich oder sonst irgendwo, gab es natürlich immer die kommunistischen Parteistrukturen. Und natürlich war dann wichtig, wer hatte zu welcher Institution in Moskau den Kontakt. War es die Kommentar oder NKWD oder die Botschaft oder was auch immer. Also da gab es dann verschiedene Linien, die sich natürlich gegenseitig auch bekämpfen und die Machtkämpfe selbst unter Stalin und nach den Prozessen in Moskau reproduzierten. Also dass es da eine kommunistische Organisation gab, dass die auch eine Deckname hatten, sie ja auch, Liesel hieß sie, halte ich eigentlich für wenig ungewöhnlich. Fakt ist, dass die eine breite antifaschistische Tätigkeit natürlich auch vom türkischen Staat unterdrückt wurde. Das ist natürlich ganz anders als in Frankreich oder vielleicht auch in Mexiko gewesen. Also jede Art von sozialistischer oder sowjetischer offensiver Darstellung in der Türkei wurde natürlich schon mit dem ganzen nationalistischen Ansatz eher unterdrückt oder verboten. Ja, Walter. Wie intensiv und wie gut waren denn noch die Kontakte nach Moskau? Zu welchen Parteimitgliedern hatte man denn dort gute Kontakte? Wie zuverlässig waren denn die? Bei Bruno Taut nehme ich ja mal an, dass er durch seinen Weg über Japan sich eigentlich von seinen Beziehungen zur Sowjetunion sehr stark gelöst hat. Da hat man von ihm, glaube ich, nicht mehr gehört, dass er dann noch Kontakte nach Moskau gehalten hat. Also da gibt es ja diese unterschiedlichen Loslösungsprozesse. Bei Mai ja wahrscheinlich auch, wenn er in Afrika sitzt, ist das ja erstmal abgebrochen. Wie war denn das bei den Schüttes? Ja, durch die Anbindung an diese kommunistische Zelle hatten sie natürlich auch wieder sozusagen Kontakt nach Moskau. Und natürlich wurde auch ihre Wohnung, die haben wir gerade gesehen, als toter Briefkasten benutzt. Also ein Großteil der illegalen Korrespondenz aus Moskau an die westeuropäische Immigration, welche Strukturen auch immer, liefen über diesen toten Briefkasten. Dadurch hatten sie auch eine gewisse Vertrauensposition. Der Schütte hat allerdings, und deswegen ist vielleicht auch eine Orientierung auf die Österreicher wahrscheinlicher gewesen, das Dilemma gehabt. Die sind also 37 ausgereist und 1937 zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution schickt dann Schütte an den Verein Ausländischer Arbeiter, wo er Mitglied geworden ist, zusammen mit Margarete Schütte-Lohotzky. Das ist also ein Glückwunschschreiben. Und der Club Ausländischer Arbeiter weiß aber gar nicht, was er damit anfangen soll und gibt es erstmal an die Kommentaren, an die deutsche Sektion. Und die legen eine Personalakte von Wilhelm Schütte an, worin das erste Blatt eben die Aufnahme in diese Aufnahme in den Club der Ausländischen Arbeiter. Er dann gleich für sie mit. Da gibt es auch ein Foto. Und dann gibt es hier auch ihren ausgefüllten Ball. Und zwar 1933 treten sie da ein, also noch in ihrer Zeit, lange mit Mai oder zum Ende der Maizeit da. Und da legen die so eine Korrespondenz an. Und in diese Personalakte von Wilhelm Schütte gehen auch Berichte österreichischer Parteifunktionäre ein, die ab und zu mal Reisen machen, Inspektionsreisen nach Westeuropa, von Westeuropa, und die kontaktieren immer wieder auch die Schüttes und berichten dann darüber, welchen Eindruck die machen und ob sie sich mit der Sowjetliteratur und der neuesten Parteilinie vertraut gemacht haben und so, und schätzen die beide ein. Wahrscheinlich sind das nachträgliche Berichte in der Zeit, als sie verhaftet wurde und man sich sozusagen vergewissern will, um wen handelt es sich da und so weiter. Dann gibt es auch diesen interessanten, aber jetzt hier nicht näher auszuführen, dann gibt es aber alles in dem Buch, Bericht von Gustav von Wangenheim, der eine platonische Affäre mit Margarete Stolochowski gehabt haben soll. Und er hat betont, dass sie platonisch gewesen sei und meint, dass die ganze Rückreiseaktion eher von Wilhelm Schütte ausgegangen sei in diesem Schreiben. Was gibt es denn noch für Dokumente?
Also das ist zum Beispiel die Abmeldung von Margarete Schütte-Lorotzky, die dann für Margarete Schütte-Lorotzky Wilhelm Schütte macht. Und da schreibt sie am 23. Dezember, sie fährt an diesem Tag dann los, 1940, dass sie also bis auf Weiteres, nicht endgültig, aber bis auf Weiteres, das ist natürlich nicht nur eine Kurierfahrt nach Wien, bis sie wieder zurück ist und mal den Urlaub mit den Schwestern verbracht hat. Und irgendjemand schreibt dann dazu in anderer Schrift nach Genossen, Parteigenossen Leitzke, voraussichtlich endgültig. Also die haben natürlich schon genau beobachtet, um wen es sich da handelt und was da los ist. Und das ist so eine der Berichte über die ausländischen Immigranten, wo also Taut und Schütte-Lorotzky hier in einer Linie, in einer Reihe stehen, wo Taut also hier charakterisiert wird als Marxist, verkehrt in Immigrantenkreisen, nicht in Deutschen, gibt sich aber der Behörde gegenüber loyal. Und bei Schütte und bei Schütte-Lorotzky, da schreiben sie eben, hatte Moskau gewirkt, ist dann nach Frankreich, von da nach der Türkei. Vorsicht vielleicht am Platze, ja, schreibt jemand dazu. Leider habe ich noch nicht diese Aktennotiz vom 17.05.1940 im Auswärtigen Amt gefunden, wo Näheres über den Schütte und Schütte-Lorotzky drinstehen könnte. Christoph? Nur ganz kurz, wo du das Bild zeigst, da ist zwischen Schütte und Taut ist Steinitz. Genau. Ich würde sagen, das ist also einer aus dem Steinitz-Clan, der hier gegenüber wohnt. Genau. Ganz dicht bei. Und das ist der Vorhölzer hier, seine Anmeldung, um den es da also geht, wegen der. Und das ist nochmal die Akte von Wilhelm Schütte vom englischen Geheimdienst, heute alles zugänglich. Und was schon immer auch in dem Archiv in Wien existiert, aber niemand wirklich mal erforscht hat, ist, dass er sich sozusagen von diesem Gaby, das war der Leiter der Abteilung für diesen Regionalbereich Palästina-Türkei des militärischen Geheimdienstes, hier also eine Bestätigung seines widerständigen Beitrages gegeben hat, hier in der Legende als britisches Informationsbüro. Und gleichzeitig gibt aber auch die Kommunistische Partei Österreichs die Legitimation für Schütte, der nämlich dann wieder nach der Internierung nach Österreich oder Deutschland zurückkommen sollte. Also diese Doppelgeschichte unterschiedlicher Widerstandserfahrungen in unterschiedlichen Kontexten, möglicherweise sogar angeleitet durch unterschiedliche sowjetische Stellen, ist natürlich nur mit russischen Archiven aufzuklären, wirft aber natürlich mal einen neuen Blick auf die Widerstandsgeschichte und auf das Erinnern dann von Margarete, insbesondere mit ihrem Buch 1985. Hier sind sie 1946 beide in Sofia. Interessanterweise fährt sie ja ihm entgegen, wahrscheinlich mit der Absicht, dann in der Türkei ihr Leben fortzusetzen nach der Befreiung. Er erhält aber hat gar keine Zukunft in der Türkei und sie erhält auch keine Einreise dorthin. Sie ist dann also ein halbes Jahr in Sofia und entwirft da heute noch existierende Kindertagesstätten. Ganz interessant, auch ganz gut aufgearbeitet. Und gemeinsam war ja die Frage, wollen Sie nach Deutschland, in welches Deutschland oder in Österreich, gehen Sie gemeinsam dann nach Wien. Und 1985 gibt es dann diese beiden Bücher, die jetzt zum Erinnern vielleicht überleiten können. Ja, genau. Also das ist ja ein ganz zentrales Thema auch in dem Text, den du geschrieben hast, deiner Kommentierung und deinem Bericht und deiner Kommentierung der Forschungsergebnisse. Und ich hatte das irgendwie so verstanden, weil das hätte meiner Position auch wäre nahe gekommen, dass dein Satz, dass das notwendig ist, den antifaschistischen Widerstand aus der Heroisierung herauszunehmen. Dass das auch eine Kritik wäre aus deiner Sicht an der Politik der dieser KPÖ-Gruppe und dass du sagst, es ist eigentlich notwendig, die Geschichte heute mit heutigen Augen anders zu betrachten als damals und eben zum Beispiel auch wahrzunehmen, ich knabbere da auf jeden Fall noch dran mit dieser KPÖ-Gruppe, die sich ja eigentlich erst nach dem Hitler-Stalin-Pakt gegründet hat, wo man denkt,
jetzt ist es ein richtiger Zeitpunkt für so ein Unternehmen. Und du sagst, zitierst am Ende deines Textes Galileo Galilei von Brecht, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und das heißt ja, das ist eigentlich das Resümee deines Textes, wo du sagst, es geht nicht um eine Heroisierung, die wir ja alle eher kennen aus der KPD-Geschichtsschreibung, sondern es geht einfach darum, so die Vielfalt von widerständigem Verhalten und Handeln wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Also da haben wir wahrscheinlich einen Konflikt, den wir irgendwann mal bei einem Glas Wein noch ausräumen müssen. Aber ich würde gerne eigentlich jetzt das Publikum noch mal wieder einbeziehen. Oder da gibt es eine Frage. Ja, gerne. Hier gibt es eine Frage aus dem Internet. Es gab an der Akademie in Istanbul eine intensive Diskussion über die Ausrichtung der türkischen Architektur und die Frage, ob sich deren Modernisierung allein an internationalen Maßstäben orientieren oder auch auf die baulichen Traditionen in der Türkei aufbauen sollte. Konnten Sie bei Ihren Forschungen erfahren, ob und wie die Schüttes in diese Diskussion involviert war? Von Herrn Olaf Bartels. Vielen Dank. Darauf werde ich dann gleich nochmal eingehen. Ich sage jetzt trotzdem nochmal zu unserem wirklichen oder nicht vorhandenen Konflikt. Also, dass sich Immigranten im Ausland aus antifaschistischer Gesinnung zusammentun und dass sich Leute, die sich der Kommunistischen Partei verbunden fühlen, als Organisation, selbst wenn es illegal wäre, organisieren, kann meine Kritik überhaupt gar nicht finden. Mhm. Ich habe mich also sozusagen nicht an dem Widerstand und selbst an der kommunistischen Vereinigung abgearbeitet, sondern an der Tatsache, dass in der späteren Rezeption, in der Tradierung dieses Widerstandes, vor allem über Margarete Schnüller-Hotzky und über das Buch, was Schupp herausgegeben und miterarbeitet hat mit ihr in den Grenzen seiner damaligen Möglichkeiten, dass da sozusagen die historische Reflexion, was waren das für Umstände, welche Zeit war das eigentlich, was hat die kommunistische Bewegung damals diskutiert, was waren die Konflikte mit anderen antinazistischen Kräften, was hätte angestanden, diese Zeit war 1985 überhaupt gar nicht da. Und das Problem war, dass die Margarete Schüller-Hotzky dann ja doch noch viele Jahre lebte, natürlich eine alte, alternde und auch vergesslich werdendere Frau war, die sich natürlich an ihre Erinnerung erinnerte und nicht an das reale Erleben und nicht mit Dokumenten gegenprüften, sodass also schon die Herausgeber der Verlag und der Herausgeber schon viele Rückfragen an diese Manuskripte hatten. Und insofern hast du recht, ich bin für eine Entheroisierung, andererseits gegen eine Nivellierung. Also der Brecht kommt mir deswegen so entgegen, weil eben zwei Sprüche sind. Der Schüler Andrea heißt er, glaube ich, der sagt dann, arm das Land, das keine Helden hat. Mhm. Und dem kann man ja zustimmen. Also es gibt Situationen, in denen es besonderes Engagement, herausfordernde Leistung gibt. Und Brecht sagt dann, oder beziehungsweise Galilei sagt dann, der hat ja gerade abgeschworen, also sozusagen auch ambivalent, der sagt dann, arm das Land, das Helden nötig hat. Beides stimmt. So. Also es gab eben in der österreichischen Widerstandsrezeption mit Margarete Schütte-Lohotzky um 1985, um im Hintergrund der Waldheim-Affäre und so weiter, den unbedingten Wunsch auch von ihr, sozusagen den kommunistischen Widerstand als Teil der Staatsräson Österreichs auszuweisen und klarzumachen, dass die Kommunisten, die an der Wiederherstellung des unabhängigen Österreichs von Anfang an gearbeitet haben, Abweichungen wurden vergessen, aber am Anfang war es so, und wie sie mit großem Einsatz dafür auch gekämpft haben, wie erfolgreich und wie sinnvoll sei dahingestellt, aber durchaus Anerkennung, Respekt, und insofern war die KPÖ sozusagen Teil der verfassungsgebenden Versammlung des neuen Österreichs und die sind Teil sozusagen des Verfassungsbogens und sind natürlich dann im Kalten Krieg untergebuttert worden, ihrer eigenen Dogmatismus und so, spielt alles mit rein, klar. Dann gab es die Zeit, wo gewissermaßen, und dazu trug sie natürlich bei, das Heldische, das Außergewöhnliche, diese Frau hat es geschafft, sich dagegen zu setzen. Sie hat den Beruf ergriffen, sie als Frau. Er hat eine unheimliche Zustimmung und Verehrung auch provoziert oder hervorgerufen, zu Recht.
Und dann gab es jetzt eher 20 Jahre später wieder die Idee, naja, mit der Heroisierung kann es wohl nicht richtig sein. Wir müssen sozusagen die Alltagswiderständigkeit, jeder kann Held und Heldin sein. Und mir liegt es eigentlich daran, dass man nicht von einem Extrem ins andere geht, dass man sozusagen die herausragenden Leistungen würdigt und gleichzeitig die Selbststilisierung, die natürlich auch über die Erinnerungen in Gang gesetzt worden, dass man die hinterfragt, ohne das wirkliche Engagement etwa herabzusetzen. Ja. Eben konkret, was die beiden betrifft, dann kämen wir nochmal wieder auf die Frage, warum haben sie sich getrennt oder mussten sie sich doch trennen, ist, dass er eben, das, du hast es schon gesagt, er hat es eigentlich für Quatsch gefunden, dass sie nach Deutschland, nach Österreich fährt als Kurier. Ne? Also er fand es zu gefährlich, ihr Leben da aufs Spiel zu setzen, nur um dem einen Menschen zu sagen, er soll Österreich verlassen, um sein Leben zu retten. Und du sagst dann, eine Entheroisierung dieser gesamten Biografie würde dazu beitragen, ihn auch aus dem Schatten von ihr herauszuholen und ihn und seine Rolle auch in dieser in diesem Leben, in diesem gemeinsamen Leben wieder sozusagen gerade zu rücken. Und naja, ich beobachte eine wohlwollende und richtige Entheroisierung, die eine Differenzierung beinhaltet. Aber ihn aus dem Schatten zu holen, heißt ja nicht, sie herabzusetzen, sondern ganz im Gegenteil. Die kriegt endlich mal einen Partner. Und der ganze Briefwechsel ist sozusagen überhaupt, dass sie überhaupt einen Kontakt, einen Kontext hat und dass sie in ihrer Eigenständigkeit und Eigenart auch viel besser begriffen werden kann, wenn sie diesen Widerpart und Partner hat, der eben sowohl in der Art, wie er Widerstand betrieben hat, als auch in vielen anderen eben sehr viel anders war als sie. Sehr viel introvertierter, wahrscheinlich durchdachter und alles Mögliche. Und sie impulsiv und begeisterungsfähig und enthusiastisch. Das sind ja alles ganz positive Eigenschaften. Aber man sieht jetzt eine Paarbeziehung. Und das verändert natürlich Deutungen, die bisher existierten. Oder stellen sie in Frage. Man kann ins Gespräch kommen. Keineswegs soll es darauf abzielen, sie in irgendeiner Weise herabzusetzen. Wir haben es eben mit einer umgekehrten Beziehung zu tun, wo die Frau eben sozusagen bekannter und populärer ist. Das hat ja auch viel positive Wirkung gebracht. Fakt ist, er ist 1968 gestorben. Sie hat bis über die Jahrtausendgrenze gelebt. Das heißt, sie hat das Alter erreicht, wo sie sozusagen an dem Nachruhm selbst aktiv anwesend war. Sozusagen der wohlwollende Deutung, der sozialdemokratische Bürgermeister tanzt mit ihrem Walter, ein Walzer zum 100. Geburtstag, quasi als Wiedergutmachung der Ausgrenzung der kommunistischen Widerstandskämpfer und der Architektin. Aber damit sind die Probleme natürlich nicht weg mit dieser Biografie. Ja. Also und weder für die eine noch für die andere Seite. Und ich hoffe, dass ich sozusagen mit den neu gewonnenen Dokumenten eine Gesamterzählung hinbekommen habe, die ihr und auch ihm gerecht wird. Bevor du vielleicht was sagst, Schupfling, ganz kurz, vielleicht machst du den Abschluss oder so, genau noch auf die Frage eingehen. Ja klar, die Architekturdebatten in der Türkei spielten eine große Rolle. In gewisser Weise reproduzieren sich eigentlich Diskussionen, wie sie auch in der Sowjetunion existierten, dass also die westlich inspirierte Moderne den Bedürfnissen einer nachholenden Modernisierung nur begrenzten Maße standhalten können, dass eine eigene nationale Elite sich langsam ausbildete und herangebildet wurde und dass die nationale Karte immer stärker wurde. Interessant ist bloß, dass natürlich genauso wie die internationalen Tendenzen über deutsche oder französische Architekten wie im Taut, dann später aber auch durch deutsche Architekten mit, also Bonatz spielt da eine ganz große Rolle, der also ja so eine Halbimmigration hatte, aber geduldet und natürlich Kontakt zu den deutschen Stellen hielt und dann auch nach dem Krieg dann noch war, sodass also die erste und zweite nationale Schule, die sich dann in der Türkei herausbildete, den Schüttes durchaus nicht unbekannt vorkam, denn die Diskussion über die Anerkennung des nationalen Erbes in der Sowjetunion war natürlich gut bekannt. Sie selber waren aber natürlich in den Bauaufgaben nur begrenzt involviert. Sie war dann im Zuchthaus und er
hatte durchaus keine abstrakt modernistische Position, sondern war der Auffassung, dass es eine universelle Architektursprache gäbe, hat die auch versucht zu vermitteln. Also insofern war er ein gemäßigt Moderner, der durchaus auch die Bedürfnisse der türkischen Diskussion aufnahm, ohne dass er sie jetzt maßgeblich beeinflussen könnte. Letztlich sind in seiner Zeit Leute herausgebildet, auch Schüler von ihm, die dann die Diskussion eigentlich übernommen haben. Genau wie in der Sowjetunion, dass Hannes Meyer Leute ausgebildet hat, die anschließend über ihn geurteilt haben. Also das ist genau das Problem des Imports von auswärtigen Eliten gewesen. Also sie waren da involviert. Schütte indirekt, wenn Sie den Herr Bartels, wenn Sie den Brief, das Buch lesen, gibt es dann auch einen Reflex auf das Atatürk-Denkmal in Ankara, für das verschiedene Entwürfe vorgestellt wurden, was dann die türkischen Architekten natürlich gewannen. Und er hat auch selber einen eigenen Vorschlag dafür entwickelt, der durchaus auch mit dem nationalen Argument hantiert. Das Schlusswort komm, wollen komm, wir noch komm, hören. Komm mal ins Bild. Ja, genau. Ja. Da ist sie. Magst du? Stell dich mal zu uns. Also es ist schwierig. Also zunächst muss ich sagen, dein Buch hat mir vieles von meinen Ahnungen, die ich versuchte, der Schütte zu entlocken vor 40 Jahren, aufgedeckt oder bestätigt, gerade zu darstellen. Ich muss dir gratulieren, ich habe noch nie ein so perfekt, also wahnsinnig gut recherchiertes Buch gesehen. Das muss ich wirklich, Gratulation. Und ich glaube schon, dass es in dieser Kombination von ihrem eigenen, also von ihrer Darstellung, die, so wie sie veröffentlicht ist, nur ein Teil ihrer Darstellung ist. Also es war eine sehr ausführliche Überarbeitung nötig von ihrem Text. Und dem, was du herausgefunden hast, entsteht tatsächlich das, was man sagen könnte, es waren ein Paar, das im Widerstand gearbeitet hat, aber zwei sehr verschiedene Charaktere waren. Nun, es war, also Margarete Schütte-Wyrotzki ist 103 Jahre alt geworden und hat ihren Mann lange überlebt. Ich habe sehr viel versucht, über ihr Verhältnis irgendetwas herauszufinden. Es war nicht möglich. Sie hat sich, also es gibt ein unredigiertes Manuskript unserer Gespräche, sie hat sich grundsätzlich geweigert, irgendetwas dazu zu sagen. Und es war völlig unverstehbar, warum sie mauert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also es ist, kann ich aus dem Buch auch nichts sozusagen, es gibt keinen Hinweis. Das Erstaunliche ist, als wir dieses Buch damals gemacht haben, sie kannte den Briefwechsel, sie hatte ihn, sie hat nichts davon gesagt, kein einziges Wort. Kein einziges Wort. Alles, was sie gesagt hat, es kommt, glaube ich, in den Erinnerungen, gibt es, glaube ich, zwei Hinweise auf die Briefe, wo sie etwas überhaupt, es war in ihrem Manuskript noch etwas, was undenkbar war, was wir hier, du hast es, glaube ich, sogar dokumentiert, also wo sie behauptet, also dargestellt hat, dass sie meinte, sie hätte ihrem Mann, und das war dann ein sehr interessanter Punkt, mitgeteilt durch Architekturbeschreibungen, wo sie inhaftiert ist. Das bedeutet umgekehrt, dass sie der Meinung war, ihre Schwester hätte nicht gewusst oder ihr Mann hätte nicht gewusst, wo sie sitzt. Was komisch ist, ne? Wenn man die Briefadresse hat, dann weiß man irgendwie, wo der Ort ist, denke ich erstmal. Da hat sie ja solche eine Erfindung gemacht, die mich darauf, also über den britischen Luftangriff auf Augsburg, in der Gegend von Eichach ist in der Gegend von Augsburg, in dem sie beschreibt, dass sie meint, dass ihre Hinweise, wo sie sitzt, das Bombardement so gelenkt habe, dass sie nicht getroffen wird. Daraufhin war meine einzige Frage an Grete, wieso könnte dein Mann etwas mit den Briten zu tun gehabt haben? Simple Frage, fällt einem sofort ein. Das war dann eine Dreiviertelstunde Kampf, ob sie irgendein Wort dazu sagt. Sie hat es nicht gesagt, aber es war klar, mindestens nach dem Krieg kannte sie die Widerstandsgeschichte ihres Mannes. Also da bin ich fest davon überzeugt und wenn ich ihren Charakter erinnere, ist es auch schon ein paar Jahre her, dann bin ich ganz sicher, dass ihre Selbstdarstellung, die war ja schon wichtig, finde ich auch in Ordnung. Also da
ich nichts dagegen zu sagen. Aber dass Ihre Selbstdarstellung so sortiert und organisiert war, dass weder eine gemeinsame politische Arbeit zum Tragen kam, noch ein gemeinsames politisches Verständnis sogar so weit. Sie redet fast immer davon, dass man ja auch irgendwas gemacht habe. Und wenn man jetzt umgekehrt die Dokumente oder das liest, was Thomas herausgefunden hat, dann wäre von der Widerstandsgeschichte her, sieht die Sache dann also mindestens ausgeglichen aus, nennen wir es mal so. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Dafür bin ich sehr dankbar. Es, weil die Heroisierung, die also war nicht ganz zu vermeiden, das zu schaffen, weil sie hat sich ja fast geweigert, dieses Vorwort, das in diesem Buch, ich will das jetzt nicht besonders loben, aber in diesem Buch, das wollte sie unbedingt auch noch verhindern, dass auch nur eine Ahnung von ihrem Lebensweg sichtbar wird. Ihr eigenes Manuskript, ich hoffe, dass ich niemanden beleidige, las sich wie immer die erste Seite vom ND der Reihe nach. Also es war kein Versuch, sich selbst zu reflektieren im Sinne von der Schwierigkeit. Es ist ja auch nicht so einfach, im Zuchthaus zu sitzen. Vielleicht muss man es anschließend nur heroisch erzählen, das weiß ich nicht. Aber es ist ja immer schwierig, wenn jemand, also Biografien zu schreiben, ist schwierig, Autobiografien zu redigieren, ist noch schwieriger. Ja. Ist noch schwieriger. Also, das war bei Jens der Fall. Also, vielen Dank, dass. Ich kann nicht einschätzen. Also es gab einmal den Satz von ihr, dass ihr Mann dagegen gewesen sei, dass sie gefahren ist. Warum sie trotzdem gefahren ist, kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Ich vermute nur, dass selbst dann nach 6 Jahren er ihr schon gesagt hat, es war vielleicht eine Dummheit. Ja. Könnte ja vorkommen. Und das ist vielleicht dann auch nicht hilfreich. Ich weiß es nicht. Und ändert es nichts mehr. Ja, es ist gut, es ändert nichts mehr. Das könnte ja im Nachdenken was bewirken können. Okay, danke für das Schlusswort. Nee, das war nicht. Oder gibt es noch eine Wortmeldung? Sonst finde ich das ein schönes Resümee. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und herzlichen Glückwunsch nochmal für die Masse an Arbeit. Danke. Sind wir jetzt offline?